Janik, kommst du? Wir müssen noch das Intro machen, setz dich mal hin. Komme! Hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut. Wir dachten mal, wir müssen mal so ein Langzeit-Review machen von den Klamotten, die wir bisher so haben. Und deswegen haben wir jetzt wirklich aber auch nur die Klamotten rausgelegt, die wir jetzt wirklich auch schon länger haben und auch schon oft getragen haben. Spürst du das auch hier, diese Aura, diese Fair Fashion Aura um uns rum? Unfassbar. Voll krass. Wenn ihr wüsstet, wie schön es gerade hier riecht und wie es sich anfühlt. Es sind also wirklich nur Fair Fashion Marken und keine Secondhand Klamotten. Und ich würde sagen, wir gehen die jetzt einfach mal Marke für Marke so durch und schauen mal, was wir halt so bisher so für Erfahrungen gemacht haben mit denen. Und ihr könnt uns gerne auch Feedback geben, wenn ihr auch zu den Marken Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht auch ganz andere als wir. Deswegen starten wir einfach mal. Und ich würde sagen, es geht los mit den Schuhen. Wir gehen von unten so ein bisschen hoch wahrscheinlich. Mhm. Und ja, da haben wir unsere Footwear. Dann wäre die gleiche, genau. Also gleiche Marke. Gleiche Marke. Ekin Footwear. Haben wir jetzt noch gar nicht so lange. Aber können wir, glaube ich, trotzdem was zu sagen, weil wenn Olli und ich Schuhe haben, dann ziehen wir die jeden fucking Tag an. Und ja, also bisher kann man, glaube ich, nichts sagen, oder? Nö, also nichts Schlechtes. Ja, bei mir war es so generell erstmal vom Schuh, okay, das ist jetzt nicht qualitätsmäßig, war für mich erstmal eine Umstellung. Ich hatte ja sonst immer so die Sneaker. Das ist jetzt eher so ein Desert-Boot, war echt ja, eine Umstellung. Von der Qualität kann man sagen, das denke ich mal, aber auch mit den meisten Schuhen am Anfang war es ungewohnt und die waren noch so ein bisschen hart. Okay. Ja, und dann umso länger ich die anhatte, hat man die wirklich, kann man, also waren die echt gut eingelaufen und jetzt sind die echt richtig bequem. Ja, stimmt, war bei mir auch so. Ja. Richtig bequem jetzt. Und haben auf jeden Fall schon einige Schrammen bekommen, ja, aber das liegt dann halt nicht am Schuh, dass der jetzt irgendwie blöd verarbeitet ist, sondern dass wir sie einfach stark nutzen und der Schuh hält es auf. Der Schuh hält es auf jeden Fall aber wirklich auch aus. Das ist das Gute, ja. Gut, dann machen wir weiter mit unseren Hosen. Haben wir auch gerade beide an, von der Marke Nudie Jeans. Sie. Was kannst du sagen? Also ich bin bisher vollstens zufrieden. Ich habe die auch noch nie gewaschen. Ja. Von daher kann ich jetzt auch gar nicht sagen, durchs Waschen, wie die sich verändert. Okay. Aber rein von der Qualität her, also noch keine Schrammen drin und total bequem. Ja, also ich habe meine schon ein bisschen länger. Ich habe zwei. Einmal grau, einmal schwarz. Beide auch schon ein paar Mal gewaschen. Bei der grauen hat sich nicht viel geändert, bei der schwarzen, die hat schon ein bisschen an Schwärze, sag ich mal, verloren, wurde schon ein bisschen gräulicher. Muss man mögen, ja. Also wenn du genau die Waschung behalten willst, die die Hose am Anfang hat, dann auf keinen Fall oder sehr, sehr wenig nur waschen. Ansonsten ist bei mir bei der Hose mal der Reißverschluss kaputt gegangen. Den habe ich fixen lassen. Sonst aber kein Problem. Und das Gute bei der Marke ist, ihr könnt euch auch ein Reparaturset schicken lassen. Dann könnt ihr das selbst auch umsonst reparieren. Oder ihr geht zu einem Repair-Shop. Bei ausgewählten Shops von Nudie ist das vorhanden. Da könnt ihr die Teile auch kostenlos, meine ich, reparieren lassen. Daneben den Hosen hatte ich von Nudie ja auch noch Unterhosen. Mhm. Und auch noch ein Shirt. Du hast auch ein Shirt an? Ja, ich habe auch ein Shirt an, ja. Kann man auch wirklich nichts sagen. Also ich muss sagen, mit den Unterhosen bin ich sehr zufrieden. Die sitzen aber sehr eng an. Müssen wir kurz gucken, welche Größe ich hier habe. Ich habe M. Eigentlich ist M eigentlich immer locker. Die sitzen schon sehr knackig an. hätte ich mir, glaube ich, dann das nächste Mal vielleicht in L geholt. Aber auch da finde ich echt cool. Der Stoff ist ein bisschen dicker. Gerade wenn man das mag, dann sind die auf jeden Fall empfehlenswert. T-Shirts habe ich auch gerade an, kann ich auch bisher nur Positives sagen. Ja. Fühlt sich bequem an, das ist jetzt Bio-Baumwolle, total gemütlich. Ja. Und vor allem keine Fehler, keine Löcher drin. Ja, top. Gut, wenn du eben schon bei Boxershorts warst, Janik, dann mache ich ganz kurz weiter. Ich habe ja hier noch, beziehungsweise wir haben ja auch noch welche von Ehrlich Textil. Ja. Hier auch von der Qualität total zufrieden, aber auch größenmäßig, also ich finde, die fallen sehr klein aus. Das ist jetzt S. Ich habe normal auch immer S, aber ich finde es schon ziemlich eng. Okay. Also da würde ich auch das nächste Mal in meinem Fall dann M nehmen, also eine Größe größer. Ich habe M, bin zufrieden auch damit. Finde die jetzt nicht zu eng. Dadurch vielleicht auch, dass es, ich finde, der Bund ist nicht so krass eng jetzt wie bei meinen Nudies. Okay. Und der Stoff ist auch ein bisschen dünner.
auf jeden Fall, wenn man das eher mag, also die spürt man kaum beim Tragen. Ja. Habe ich so das Gefühl. Okay, wenn sie die jetzt ein bisschen zu eng ist, dann ist es eher. Ja, genau, ich finde der Bund schon eng, aber gut, okay. Ich habe jetzt keinen Vergleich mit Nudi. Okay, ja, von daher, also wenn man das eher mag, dann vielleicht eher die Unterhosen. Aber auch da wirklich keine Fehler, qualitätsmäßig, alles gut. Ja. Gut, weiter machen wir mit Knowledge Cotton Apparel. Da haben wir auch echt mehrere verschiedene Sachen, von Boxershorts bis Jacken. Ich fange gerade auch nochmal an mit Boxershorts. Da muss ich sagen, ist bisher die beste Boxershorts. Okay. Vom Tragekonform. Tragekomfort. Nehmen wir den so lang. Tragekomfort. Nehmen wir den. Vom Bund her, ja, echt alles top. Nur hier ist es so, gut, die hatte ich ja auch jetzt schon ein, zwei Mal im Trockner, was ich vor ein paar Jahren noch gemacht habe, jetzt nicht mehr. Okay. Da, das ist halt echt kacke. Da merkt man dann hier am Bund oben ist schon so ein bisschen, ja, so abgefetzt. Das ist ein bisschen, ja, ist nicht so cool. Okay. Die andere, die ich anhab, ist auch dieselbe, nur in weiß. Die hatte ich anscheinend noch nicht im Trockner. Da ist noch alles top. Okay. Also, auf jeden Fall nicht im Trockner tun. Sonst haben wir noch andere Teile von Knowledge Cotton. Da sind unsere Erfahrungswerte ein bisschen verschieden. Leider Gottes. Ich habe nichts auszusetzen. Hier den Pulli, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Da ist wirklich alles top von Anfang an bis jetzt. Und auch die Jacke, die Bomberjacke, die ich von Knowledge habe, aus recycelten PET-Flaschen. Auch wirklich nichts auszusetzen. Überall qualitätsmäßig top und... Ja, Olli, du hast andere Erfahrungen. Ja, ich habe andere Erfahrungen. Das war ja auch so mit mein allererstes Fair-Fashion-Teil. Hm. Hatte ich auch sehr oft an, muss ich sagen. Aber schon wirklich, ich weiß nicht mehr nach wie vielen Wochen, aber schon ziemlich am Anfang war dann hier so, ich weiß nicht, wo ist es jetzt? Am Reißverschluss, immer in der Innenseite, ging dann echt der Stoff schon auf und die Baumwolle hat halt rausgeguckt. Und manchmal konnte ich auch schon gar nicht meinen Reißverschluss zumachen. Hm. Also ja, schon nicht so cool, ja. Da, ich weiß jetzt nicht, ob es nur an dem Modell liegt von Knowledge Cotton oder nur vielleicht an der Jacke. Aber wenn ich mir in Zukunft nochmal eine holen werde, so in dem Stil, kann ich ja dann da auf jeden Fall auch nochmal Feedback geben. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ich übernehme auch mal quasi Yannicks T-Shirts, weil davon haben wir recht viele. Also die Basics von Stanley und Stella. Da ist es so, ja, teils, teils. Also jetzt fangen wir mit dem Schlechten an. Jetzt in dem Fall bei dem Shirt, ja, Qualität, also so vom Tragekomfort, gut, bequem, gemütlich, aber bei mir hier unten schon ein Loch, ich glaube bei dir auch bei einem Shirt. Ja, eins oder zwei sogar, ja. Ja, das ist halt interessant, irgendwie zwei, drei haben bei uns wirklich so ganz so punktuell ein Loch, aber die anderen, da ist noch, ja, alles top. Ja, und da können wir dann halt schon ein ganz gutes Feedback geben und sagen, dass es halt dann wahrscheinlich öfter vorkommt. Gerade ja. Wenn es jetzt ein Shirt ist oder ein Klamottenteil ist, ja, das man hat und es kommt dann mal vor, okay, weiß man nicht, hat man jetzt irgendwie... Ja, bin ich da mal hängen geblieben oder so? Oder, genau, ist es mein eigenes Verschulden, genau, oder war das jetzt wirklich auch einfach ein Teil, das einfach mal Pech hatte, ja? Und sonst die Produktion bei den Teilen war vielleicht gut, aber hier ist es wirklich so, da gibt es schon so ein bisschen Ausschuss und ein paar Teile überleben es nicht so wirklich. Ja. Ja. Also wirklich dann auch die gleiche Art von Löchern, die wir haben, bestimmt bei 3, 4 Shirts. Gut, wir haben jetzt insgesamt bestimmt auch jeder 4, 5. Also ja, bei 30% circa, die haben schon gelitten und das sieht man auch. Okay, weiter geht's mit Funktionsschnitt. Da haben wir jeweils ein T-Shirt. Meins hier ist jetzt aus Bio-Baumwolle. Und da muss ich sagen, qualitätsmäßig alles gut, alles top. Aber ich würde auch das nächste Mal eine Größe größer bestellen, weil ich finde, das ist so ein bisschen eng. Okay. Eng geschnitten. Ja. Ich habe auch eins von Funktionsschnitt. Bei mir passt alles mit der Größe. Ich habe aber einen anderen Stoff. Ich habe Merino-Wolle. Und da habe ich leider jetzt auch 1, 2 Löcher. Ähnlich in dem Stil wie bei den Stanley und Stella T-Shirts. Hinten im Rücken. Das geben wir aber auch definitiv als Feedback mal zurück und gespannt, was die Marke antwortet dann. Ja. Ja. Weiter geht's mit Armed Angels und da haben wir hier eine Übergangsjacke, eine Bomberjacke, die ich schon verdammt lange habe. War auch so mit einer deiner ersten Teile, oder? Ja, auf jeden Fall und die auch nicht nur ich in letzter Zeit trage, sondern der Olli auch.
Leihen halt, oder? Sind wir wieder beim Thema Leihen? Ja, gute okay. Sache. Ja, auf jeden Thema Fall. Wechsel. Qualitätsmäßig können wir auch auf jeden Fall sagen, ist gut, top. Also bei der Jacke wirklich gar nichts auszusetzen. Ja. Und sonst haben wir auch noch ein, zwei T-Shirts und die sind auch gut, oder? Ja, haben wir jeweils noch ein T-Shirt aus Biobaumwolle. Ja. Auch alles top. Alles gut, kann man echt nichts sagen, ja. Und Yannick, darf ich mir die nachher wieder mitnehmen, oder? Kannst du mitnehmen, gut. Dann tue ich die auf meine Seite. Direkt auf deiner Perfekt, Seite. Danke. Okay, dann geht's bei mir weiter mit Bleed. Hier habe ich einen Longsleeve, war auch einer meiner ersten Teile und hier kann ich es auch kurz und knackig machen. Alles top, qualitätsmäßig, alles gut und keine Löcher, alles top. Bestens, auch Baumwolle, ne? Ist auch Baumwolle, ja. Okay. Bio-Baumwolle, ja. Wir kommen zu einem meiner Schätze und zwar der Stutterheim Raincoat Jacke hier. Die Marke haben wir euch ja schon mal vorgestellt und damals wusste ich nur nicht, welche Farbe ich mir hole, aber ich wusste auf jeden Fall, so eine muss her. ja, es ist schwarz geworden. So ein matt-schwarz, aber dann außen nochmal mit so einem Brush-Stil. Sieht ziemlich fresh aus, sieht man glaube ich nicht so gut jetzt in der Kamera. Auf jeden Fall gefällt sie mir sehr gut. Sie ist verdammt schwer, kann man sagen, dafür, dass es nur eine Regenjacke ist. Aber sie tut, was sie auch verspricht. Es wird ja gesagt, hier Wind und Wetter wird abgehalten. Ist auf jeden Fall der Fall. Aber eins tut sie auf jeden Fall nicht, sie hält nicht warm, Leute. Ganz im Gegenteil. Wenn es kalt ist, dann wird der Stoff sogar auch noch richtig kalt. Also da dann schon auf jeden Fall was runterziehen noch. Ja. Gut, wir machen direkt weiter mit meinem letzten Teil. Hier ein Pulli von Rotholz. Und hier kann ich es auch kurz und knackig machen. Qualität top. Aber fällt auch ein bisschen ja, klein aus, zumindest kurz. Also in den Ärmeln ist es gut. Okay. Aber von der Länge ist es mir ein bisschen zu kurz. Würde ich wahrscheinlich das nächste Mal auch eine größer nehmen. Hast du jetzt echt oft, ne? Ja, hatte ich oft. Insofern, das waren jetzt alle Klamotten, die wir mal so rausgesucht haben. Es ist natürlich nicht auch immer alles da. Auch manche Teile liegen auch einfach mal in der Wäsche. Ist ja ganz normal. Kann mal vorkommen. Kann mal vorkommen, ne? Wenn ihr da auf jeden Fall Fragen zu habt, zu irgendwelchen Klamottenteilen, die wir in irgendeinem Video mal anhatten, stellt uns gerne die Fragen, dann geben wir euch gerne dazu auch Feedback. Ansonsten euer Feedback zu Marken, die wir jetzt hier vorgestellt haben, gerne auch unten in die Kommentare oder auch zu Marken, die wir nicht kennen. Wenn ihr da Erfahrungen habt, teilt die gerne mit uns, aber auch vor allem teilt eure Meinung, eure Erfahrungen auch mit den Marken, Olli. Genau. Wenn, wie gesagt, schreibt denen einfach mal eine Mail zum Beispiel, wenn euch was auffällt, wenn ihr was kritisieren wollt. Ihr meint es ja, oder wir meinen es ja auch nicht böse, sondern gerade im Gegenteil, konstruktive Kritik ist immer gut. Ich denke mal, da sind die Brands sogar auch dankbar. Ja, so können die sich auch nur verbessern. Ja. In diesem Sinne war das auch so ein bisschen das Ziel des heutigen Videos. Bleibt nur noch eins zu sagen. Wie immer, Olli, habt euch lieb. Ciao.